Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir über Events reden, an dem Tag, wo die ganze Welt auf ein neues Telefon schaut, sollten wir vielleicht uns um solche Veranstaltungen bemühen, dann würden da auch ganz viele nach Hamburg schauen. Nein, aber mal im Ernst, es ist ja absolut zu begrüßen, dass die Hamburger Politik der IT-Wirtschaft einen so großen Stellenwert zurechnet. Das merkt man auch daran, dass wir dieses Thema in dieser Legislaturperiode so häufig diskutieren, wie zumindest aus meiner Erfahrung, wie ich die Bürgerschaft in den letzten Legislaturperioden von außen verfolgt habe, so häufig wie bisher noch nicht. Das begrüßen wir und daran sollten wir auch weiter arbeiten, denn dieses Thema ist für die Zukunft unserer Stadt natürlich extrem wichtig. Gut wäre es aber auch, meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie den Standort nicht ständig schlechtreden würden. Ich nenne hier nur mal ein Beispiel, weil Sie es jetzt so häufig angeführt haben, ich glaube zum dritten Mal, die Studie des Fraunhofer Instituts. Die Studie begründet es ja selbst, weshalb Hamburg bei diesem einzelnen Ranking auf einem Mittelfeldplatz ist, damit, dass die IT- und Softwarebranche in Hamburg sehr stark mit anderen wissensintensiven Branchen konkurriert und deshalb ist eben die Beschäftigungsquote, und um die geht es in dieser Studie, naturgemäß hier etwas geringer. Also hören Sie endlich auf, mit diesem Thema hier ständig den Teufel an die Wand zu malen, meine Damen und Herren. Nun zu Ihren konkreten Anliegen. Auf den nationalen IT-Gipfel, auf den Sie hier abspielen, auf den kann man sich nicht bewerben. Die Entscheidung über den Austragungsort obliegt allein der Bundeskanzlerin und dem Bundeswirtschaftsministerium. Und wenn dann bei Herrn Rösler oder bei Frau Merkel Orte wie Darmstadt oder Essen eine höhere Priorität genießen als unsere wunderschöne Freie- und Hansestadt Hamburg, dann kann man das Darmstadt und Essen sicherlich gönnen, aber dann sagt das im Zweifelsfalle auch etwas aus über die Prioritäten bei der Bundesregierung und wie sie auf die Antwort auf die Kleine Anfrage von Herrn Wankum auch lesen könnten, hat der Senat bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Handelskammer sein Interesse bekundet und hat es auch für das kommende Jahr weiter bekräftigt. Also, CDU, zuhören bitte. Wenn es Ihnen mit dem IT-Gipfel wichtig ist, dann sollten Sie hier nicht Ross und Reiter vertauschen, sondern mal bei Ihrer Bundeskanzlerin vorstellig werden. Der Senat ist der CDU bei diesem Thema auf jeden Fall schon einen Schritt voraus. Und dann noch mal eine Bemerkung zur Nachhaltigkeit dieses IT-Gipfels und ähnlicher Veranstaltungen. Wenn CDU und auch FDP auf solchen Veranstaltungen mal zuhören würde, dann würden sie nicht, wie zum Beispiel zuletzt, auf die Idee kommen, durch die Änderung des Jahressteuergesetzes, den Start-ups in unserem Lande das Leben ständig schwerer zu machen. Nach diversen IT-Gipfeln und Spitzengesprächen scheint hier auf jeden Fall das Verständnis für die Branche immer noch nicht ausreichend ausgeprägt zu sein. Und dann zur Campus Party Europe. Das ist ein internationaler Wanderzirkus, der bisher hauptsächlich in Spanien, Brasilien und Mexiko stattfand und nun zum ersten Mal in Deutschland Halt gemacht hat, in Berlin und sicherlich auf absehbare Zeit erstmal nicht nach Deutschland wiederkommen wird. Gesponsert wird diese Veranstaltung von einem großen spanischen Telefonkonzern und aus Berlin hörte man häufig die Kritik, dass dort ein spanisches UFO gelandet ist und es wenig Interaktion mit der lokalen Szene gab. Das ist aber für die Nachhaltigkeit von solchen Veranstaltungen sehr wichtig. Ich zitiere hier mal einmal den Spiegel, wenn ich darf. Eine Party, auf der irgendetwas gehackt werden soll, sieht anders aus. Von Teilnehmern hat man gehört, dass die Veranstaltung auf dem Flughafen Tempelhof eher langweilig, lieblos und frei von Leidenschaft war. Und das ist auch der Unterschied zu einer Veranstaltung, die wir in Zukunft wieder in Hamburg haben werden, nämlich den Chaos Computer Kongress. Dieser wird als nicht kommerzieller Kongress vom Chaos Computer Club organisiert und spielt in einer Liga mit der DEFCON in Las Vegas. Als Plattform für Hacker, aber auch für Wissenschaftler, Künstler und Utopisten gilt der CCC heute als die europäische Hackerkonferenz. In Zeiten,
in denen die Netzpolitik weitgehend als Gesellschaftspolitik akzeptiert ist, kommt dem CCC deshalb zweifelsohne eine tragende Rolle als Bühne für Vordenker und Wegbereiter gesamtgesellschaftlicher Entwicklung zu. Deshalb sind wir stolz und begrüßen es außerordentlich, dass der Chaos Computer Kongress zu seinen Wurzeln zurückkehrt und in Zukunft wieder in Hamburg stattfindet. Der Senat hat in letzter Zeit gute Veranstaltungen angeschoben, unterstützt und ausgebaut. Zum Beispiel genießt der Web Future Award mittlerweile einen sehr guten Ruf. Und auch die Social Media Week, die dieses Jahr erstmalig hier in Hamburg stattfand, ist sehr gut angekommen. Wenn weitere Veranstaltungen entwickelt werden, dann sollte das aus der Branche passieren, denn nur so kann auch ein nachhaltiger Effekt für unsere Stadt entstehen. Traurig, liebe CDU, ist der Verlust der Next. Diese Veranstaltung ist hier in Hamburg gestartet, findet mittlerweile in Berlin statt. Das hat aber der Vorgängersenat nach Berlin ziehen lassen. Also, Veranstaltungen wie der CCC sind es, die wir uns für Hamburg wünschen, mit der lokalen Szene vernetzte und nicht einmalige PR-Events. Wir brauchen hier keine IT-Bambis. Vielen Dank.